Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei der nordfriesischen Marsch vierfach im Animals Projekt mit dem Füsi und dem Tiger. Hallo. Moin. Ja, aber am Roten Meer war ich schon. Das ist schön, Füsi. Da habe ich das Meer gespaltet, um meine Landsleute aus dem... Was hast du gemacht? Ein Bauchgletscher? ich hatte einen wunderschönen Stab, den habe ich von Gott gekriegt. Den habe ich da mal eben gespalten da. Und dann habe ich mein Volk aus der Sklavenschaft der Römer oder der Ägypter befreit. Aha. Ah ja. Natürlich ruhig mehr. Scheint ein interessanter Tag gewesen zu sein. Oh, war sehr interessant, ja. Scheiße, wo habe ich denn jetzt aufgehört? Ja, bei mehrere Spalten. Hier hinten bei mir. Mach die Lichter an, Mann. Sorry. So. Wie sieht's aus? Soll ich euch mal was erzählen? Ich schreibe mit so einer Niki, ne? Die kommt aus Holland, aus Niederlande. Und die hat einen eigenen Hof. Die ist, hat schon den Meister gemacht zum Landwirt oder Landwirtschaft. Keine Ahnung, wie man das nennt da. Den Meister auf jeden Fall hat sie gemacht. Und übernimmt jetzt bald den Hof von ihren Eltern. Und die hat Deutz-Traktoren auf ihren Hof. Und hatte mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, vorbeizukommen, ne? Pick mal Pick. Nein, Quatsch. Sie hat nicht gefragt. Warte doch mal eben. Sie hat nicht gefragt. Aber ich bin gerade so dabei, das einzuleiern. Für eine Bäuerin sieht die echt gut aus, Alter. Pick mal Pick. Ja, schicke ich, warte. Ja, was sagt ihr denn zum LS19-Trailer? Warum fragt das denn nicht jedes Mal? Was sagst du zum LS19-Trailer? Sah zwar schick aus, aber nichts aussagend. Ja, Cinematic-Trailer, ganz klar, ohne Frage. Soll ja in dem Sinn auch nur eine Ankündigung für den LS19 gewesen sein. Naja, klar. Aber, es waren ein paar versteckte Sachen drin, wie zum Beispiel die Pferde, ne, die hat man gesehen. Und Pferde kommen ja tatsächlich als neue Tiere. Dann mit dem wahrscheinlich eventuell dynamischen Boden, so wie man das gesehen hat. Eventuell, sag ich mal. Eventuell, allerdings könnte man auch ganz mit rein interpretieren, es war ja auch eine Pfütze in dem Trailer, wo der am Anfang reingetreten ist. Ja, es könnte ja sein, dass wenn es regnet, eine Pfützenbildung, also dass das liegen bleibt. So wie mit diesem Schlamm hier, weißt du? Mhm. Könnte man theoretisch frei interpretieren. Glas wurde, also es gab, glaube ich, jede Traktormarke für den Traktor, der da in dieser Garage stand, wurde, glaube ich, jede Traktormarke, die es gibt, geschrieben. Was das sein könnte. Ich persönlich finde den Glas am naheliegendsten. Oh, scheiße, ich bin aus der Spur. Fand den Glas am naheliegendsten. Das ist der Xerion 3800 oder so war. Weil ich glaube, dass Glas fest drin sein wird. Denke ich auch mal, weil eigentlich war Glas ja hier im 17er als DLC ja eigentlich geplant gewesen. Aber da sie es noch nicht gemacht haben, denke ich mal, dass mein, also viel wie ich weiß, glaube ich, ist Glas als Partner, oder? Oh, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Also ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also Glas würde ich mir auch wünschen. Glas würde ich mir auch als festen Partner wünschen, das wäre super. Aber dann bitte auch mit den Xerions. Ja, sicher, das ist doch das Schmuckstück von Glas, klar, wenn die drin sind. Ich glaube aber, da wo Glas, war ein Xerion drin, wo Glas drin war? Also ich kenne Klaas eigentlich nur als Mods.
War Klaas nicht schon mal drin? Nee. Nee. Damals im 13er war Deutz mit drin gewesen. Ach ja. Ja, der 13er war ja das reinste Deutz Spiel, ey. Wo ich auch so ein bisschen enttäuscht war, dass es damals im 15er so rausgenommen haben wieder. Den Deutz. Ja. Ich sag mal so, ich habe nichts gegen Deutz. Deutz war, die sind für sich haben auch schon die Gerätschaften, aber wie gesagt, warum ist jetzt hier im 17er rausgenommen komplett und damit auch im 15er auch schon? Haben sie doch gar nicht. Ja, nicht komplett, aber man hatte im 13er irgendwie sehr viele Sachen halt gehabt. Ach so. Und so. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber ich hab schon ein anderes Video gesehen für LS19, wo sie gesagt haben, dass wohl auch der 19er um sehr viele halt Marken erweitert werden soll, auch mit Dreschern, Anbaugeräten, hast nicht gesehen, also. Ich hoffe es, ich bin gespannt. Sollen ja auch neue Früchte kommen, glaube ich, ne? Ja, und neue Engine soll ja kommen. Das wird eh interessant. Das wird sehr interessant. Also mit der neuen Engine, das wird eh ganz interessant, ja. Ja. Da bin ich gespannt, wie da die Grafik, was da grafiktechnisch los ist. Deswegen würde ich am liebsten gern zur FarmCon fahren, aber die ist arschweit weg, 6 Stunden fahren, Alter. Also ich habe geguckt, also selbst sag ich mal, Tino und ich müssten so 4-5 Stunden fahren. Also ich müsste glaube ich 4 oder 5 Stunden im Zug fahren. Im Zug? Ja, das ist anders. Muss mal schauen, ich weiß es nicht. Das zweite Problem ist, dass ich auch genau an meinem Geburtstag und wahrscheinlich Freunde was mit mir machen wollen. Ich schau mal. Bei den Kühen ist das Gras voll, ich schmeiß den Rest das jetzt im Lager. Jo. Aber wie gesagt, gereizt hätte mich das schon, wie dieses Jahr damit zu fahren. Bei den Kühen ist das Gras voll? Ja. Upsala. Hey, wie alt ist das so geplant gewesen hier? Passt, reicht, Tiger. Okay. Ich kriege noch einen Ladewagen für Freezy, wenn nicht sogar zwei. Also Gras könnte man zwar eigentlich nie genug haben, aber naja. Ja. Wir können ja auch irgendwann mal wieder welches machen. Wir können ja auch noch ein paar Grasballen machen dann. Vielleicht Silageballen. Aber Silageballen haben wir, glaube ich, eingelagert, ne? Ja, ein paar. So. Fährt man hier einsam seine Runden. Oh, ich muss sagen, das hat vorhin immer sehr gut gepasst. Immer eine Bahn versetzt gefahren. Was heißt eine Bahn versetzt? Ja, während ich in der nächsten war, hast du gerade die Geschwader, die ich davor gemäht habe. Das passte sehr gut eigentlich. Ja. War ja der Plan. So. Hoffentlich muss ich heute Abend nicht tanzen, ey. Hä? Du mich verarschen, du gehst auf eine Hochzeit und wie du tanzen wirst. Ja, ich muss mich da irgendwie drum kümmern. Wenn meine Frau auf mich zukommt, muss ich irgendwie so tun, ich muss auf Klo oder in irgendjemand quatschen, ey. Ja, aber der King kann doch alles. Nicht tanzen, ey. Na klar, du musst wie der King tanzen, also der damals King. Papa Beluga. Das krieg ich hin. Wenn's einmal wackelt, ne? Hoffentlich kommt die nicht in so einer Stimmung, dass sie auch wieder heiraten will, ey. Echt? Ich will nicht heiraten, Alter. Ich würde es dir auch nicht raten. Gut. Also ich bin verheiratet und glücklich, aber
Aber du willst mir schon erzählen, dass sie dich heiraten würde. Sicher, Junge. Was? Crazy Frauen. Ich bin ein verdammt guter Ficker. Puh. Puh. Hast du noch mitgekriegt auf Gamescom, wie die da alle geschrien haben? Was haben denn die geschrien? Oh mein Gott! Natürlich eine freie Interpretationssache, für was oh mein Gott steht. Das kann man jetzt auch positiv oder negativ sehen. Die können mich ja auch gerufen haben mit oh mein Gott. Ja, ist klar. So, da es schneit, kann ich jetzt schön in Ruhe grubbern. Das ist schön. Und ich fahre die Wolle. Genau. Guck mal gleich, ob Seide zum Verkauf fertig ist. Natürlich. Ach, ich mag dieses Animals-Projekt, muss ich wirklich sagen. Ist mein Lieblingsprojekt. Nehm, aber bevor ich grubber. Bevor ich grubber, heißt es düngen. Nur das Problem. Wir haben den Dings noch nicht, oder? Für Gülle zum Düngen haben wir den für hinten dran noch nicht, oder? Nee, warte auch da noch mal eben bitte mit dem Kaufen. Ich habe da noch eine schöne Mod. Was für eine Mod? Ein geiles Dünge Gerät zum Gülle düngen. Na, ich dachte, wir nehmen das Horsch vom Horschpack. Ach so, okay. Wolltest du jetzt diesen Taurus da, oder was? Wer, ich? Ja? Ne. Da gibt's ja so einen riesengroßen Gülle-Vieh, ey, das ist Wahnsinn. Es gibt was viel geileres. Ein Deutsch zum Gülle-Düngen, oder was? Nee. Wir brauchen 35k. Ja, wenn Tiger gleich das Salat weggefahren hat, dann müsste das eigentlich klappen. Am besten wäre, du würdest das zuerst machen. Oder warte, nehmen wir danach noch eine Folge auf? Weiß ich noch nicht. Okay, ja. Eigentlich brauchen wir keine. Warum? Nee, weil sonst hätte ich gesagt, soll er. Ja, wir haben. Weil in 3 Minuten ist die Folge Ende, dann hätte er lieber erst den Salat wegverkaufen können, dann hätten wir in der nächsten Folge den kaufen können. Hm. Aber wenn. Ja. Wenn wir dann keine mehr machen, ist ja relativ egal dann. Ja, dann dünge ich jetzt das eine Mal noch mit Festdünger und dann ja. Grubber ich und dann muss ja eh nochmal Dünger drauf und dann können wir ja Dings nehmen. Der können wir ja schon mal zum Salat hinstellen. Oh, ich wüsste noch, was wir verkaufen können. Was denn? Wir haben hier noch Holzpellets. Ja. Können wir auch noch wegverkaufen. Aber lohnt sich ja für diese Folge nicht mehr. Ich soll mal lieber ein Release-Datum von den LS19 rausbringen, damit ich Urlaub eintragen kann. Gut, das ist Oktober. Ja, wann im Oktober? Das ist ja die Frage wieder, ey. Ich sag 20. Da war geraten, ne? Also keinerlei Infos. Salat und Blumenkohl-Tischen angebaut. Ja. Wahnsinn.
yeah, yeah, yeah. Ach, mit den Hosch-Maschinen lässt sich gut arbeiten, ey. Muss man wirklich mal so sagen. Ja. Also ich würde dazu sagen, wenn ich mal zwischendurch so ein bisschen Bock auf Singleplayer habe und einfach nur so ein bisschen rumzudümpeln, dann nehme ich auch gerne die Hosch-Maschinen. Schöne Arbeitsbreiten. 12 Meter ist eine schöne Arbeitsbreite, ja. Weiß nicht, was der Dünger, der Kalkstreuer hier hat. Der mit der Kette meinst du? Ja. 36? 30? Steht Düngerstreuer da. 36, ja. Wahnsinn. Und dafür kannst du ja gut vollballern mit 10.000 Liter. Ja, ist Wahnsinn. Ich habe jetzt hier für 20 gedüngt und habe 500 gebraucht. Kannst du 20 mal düngen. Ich hatte mir jetzt im Singleplayer noch was überlegt, das könnte man hier vielleicht auch noch machen. Ich habe mir von Hot Online die Saatgut-Düngerproduktion nochmal runtergeladen, die ja eigentlich hier schon verbaut sind. Da ist noch eine Flüssigdüngerproduktion bei. Ah, okay. Dass man die hier noch mit integriert. Ja, ich hab die Flüssigdünger produzieren wir, obwohl wir jetzt eigentlich viel mit Gülle machen wollen. Naja, klar. Aber wir sind auch erstmal fertig. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Tschüss.